will, wo sie spielen. Ich will, wo sie spielen. Ich will, wo sie spielen. Und Leute im Wald töten, nachdem ich dieses Spiel gespielt habe. Und jetzt kommt Pellons Part. Ich bin Craig. Motherfucker. So, es kann losgehen, oder was? Endlich mal wieder Warzy. A.k.a. Warze. Ich hoffe nicht in der Nacht, ich hab's jetzt nicht geguckt. Weißt du noch die Chars, die wir zusammen hatten? Shitty, shitty, drup. In Camp Splinter bin ich mit Polonia. Ja, und wer ist da bei dir? Der Koku, der auch gewohnt ist. Ja, wir haben sogar Waffen, das ist es. Ah, der Koku und Polonia. So, lass mal ein bisschen Stress machen. Ja, wir haben auch Waffen, aber ich glaube, die sind leer, ne? Ich hab, glaube ich, ein paar Zombies. Hier wieder EU-Server eintippen, das lästige. Letztes Mal kam ja noch so ein Ding, seid ihr immer noch auf EU-Server 258? Nee, 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 guckt in die Beschreibung, Leute, da steht EU-Server Double X. Double X Handle. No one knows. Außerdem, Leute, gestern war WrestleMania und heute Abend werde ich es auf jeden Fall gucken. Ich habe es gestern im Livestream noch kurz verfolgt, bin aber dann genüsslich eingeschlafen. Wollen wir mal auf 6 gehen? 6, 6, 6, 6, 6. Da sind nämlich 6 on. Weißt du, einfach mal eben chillen. Kurz Camp Splinter rumlaufen. Ja, ne? Und vor allen Dingen sollen wir auch zu Smallville gehen, da ist jetzt der neue Waffenspot. Ich bin jetzt. Ach genau, wir haben ja einen Tipp bekommen, ne? Ja, deswegen, das werden wir hier für euch machen. Smallville ist das neue Campus, wenn ich mich recht entsinne. Mogt alls für use Abonnenten. Das war's plattdütsch. Movie 9! Movie 9! Ah, herrlich, ey. Life is life, Alter, ja. Den vermissen wir. Life. Boah, ich muss so heute eine Glühbirne auswechseln. Krass. Weißt du, so eine lange. Ja. Stress. Ich muss ständig Glühbirne auswechseln bei der Arbeit. Ja! Und dann immer so auf so eine Leiter klettern, ich hasse das. On this day! 8.50 Uhr, Leute, was ist das wieder für ein Zeichen? Yes, Alter. 30 Schuss. Gottes. 30 Schuss mit der MP. Und die FN57 habe ich auch noch am Start, Bootshield, alles mögliche am Start. Sich nicht erschießen und ich bin jetzt auch online, das heißt, du kannst mich einloaden. Das Gefährliche ist, ich sehe hier gar keinen Zombie, Alter, das ist natürlich wieder... Haben wir uns oben auf den Turm ausgelockt, ne? Boah. Ja. Hier haben wir uns ja hingelegt, wir wurden ja beschossen. Letzte Folge, ja. Die letzte Folge ist ja heute on. Ich glaube, wir wurden nicht beschossen. Ich meine, wir wurden beschossen. Habe ich noch irgendwie was... das waren aber die anderen Charaktere. Wir haben ja mittendrin gewechselt, ohne dass wir gestorben sind. Ach so. Aber ich habe nämlich nur Hälfte live. Ich glaube, ich wurde einmal gehittet oder so. Ja, gehittet, aber abgeschossen mit diesen Characters wurden wir auf jeden Fall nicht. Aber ich wurde hier schon mal abgeschossen, das weiß ich nicht. Und dann habe ich mich ausgelockt, bevor ich gestorben bin. Ah, das ist ja lang her. Ja. Cool, lass mal gucken. Oh, hier liegt direkt auch eine Waffe irgendwo. Ich kann sagen, direkt Tactical Knife, also... Wo ist denn der Zombie, den ich gehittet habe da? Ja. Ja, ist ja wieder verlangsamt. Tactical Knife, falls du es brauchst. Ja, ich hab eins, aber ich nehme mir auf jeden Fall mit, Alter. Wenn man das mal ins GC-Ding bringt, dann hat man wenigstens einen Charme Tactical Knife. Ja. Instant. Vielleicht können wir jetzt hier noch eine kleine Waffe oder so abgreifen. Boah, das ist gerade so komisch zu spielen. Ich hab am Sonntag, boah, ich glaube 5 Stunden Call of Duty aufgenommen. Boah. 5 Stunden FIFA aufgenommen. Alleine, ich hab alles aufgenommen. Was für Spiele dabei, Alter. Das money, money. Hier ist auch Money. Liegt einfach so hier, Money. Was? Aufpassen. Hier lag einfach so Money. Könnte sein, dass hier jetzt jemand rumhängt, ne? Ja. Aber dafür ist hier noch ein Zombie. Jetzt hier auch nicht rum. Da war, ja, deswegen habe ich gerade mich schon mal gewundert, dass hier auch so wenig Zombies sind. Gib mir XP, gib mir XP. Boah, das warst du, ne? Ja, ja. Das ist dann so aber hier ist eine P92. Wieder eine Handfeuerwaffe. Ey, haben die das Dings wieder gefixt? Was? Das Kiloweight haben die erhöht, oder? Warte. Ich hab nämlich jetzt 2 Einhandfeuerwaffen, der M16, 2 Tactical Knives. Einen Helm hab ich also auch. Also ich hab immer noch Maximum Weight 20, also 20 Kilogramm. 10 Kilo bei Smallbag. Ich glaube, das beim Small haben sie eventuell erhöht. Vielleicht haben die von den Waffen selbst. Du bist noch. Oder verringert, ja. Das kann auch sein. Waffen selber verringert. Weil ich konnte sonst immer nur eine Einhandwaffe, also eine Feuerwaffe, Einhandfeuerwaffe und eine normale Waffe nehmen. Und dann stand immer schon... You're out of order, Beach. Und ich brauche unbedingt was zu heilen, Alter. Boah, hier ist irgendwo noch ein Zombie. Ich nehm den, ich nehm den. Ich sehe den anderen gar nicht. Ich bin dead. Ich bin auch dead. Tamino, I like.
Ah, fuck it, Alter. Scheiße. Ja, dann beide die anderen Chars nehmen und direkt würde ich hier einloggen. Guck mal, wie ich hier zirbel, Alter. Das sieht aus wie ein Zitteraal. Ja, toll. Er kann sich jetzt nicht wirklich freuen, finde ich. Er hat da eine dicke AK. Er kann jetzt nicht viel mitnehmen. Also, ja, weird. Oh, warum sagen solche nicht einfach mal What's up, weißt du? Ja, weiß ich nicht. Aber wir wussten auch irgendwie, dass da jemand ist. Ja. Was will die dann wieder nicht sehen? Hä? Was will die dann wieder nicht sehen? Ja, vielleicht, ja, ich kenn, aber wahrscheinlich sneaken die auch den ganzen Tag rum, weißt du? Ich hab halt keinen Bock, mich überall hinzuhocken und die ganze Zeit drauf zu warten, weil auf so einen Kill freue ich mich nicht. Nee, deswegen. Und vor allen Dingen, Leute, ihr könnt ja mal schreiben, was wollt ihr im Let's Play sehen? Action, Action, Action und Section? Oder wollt ihr, wir sneaken durch die Gegend sehen? Das können wir auch mal machen, wenn ihr das sagt. Sneak unbedingt mal! Lass mal wieder 6 auf jeden Fall. Wenn und wir sind bei Campos, ne, vor dem Supermarkt. Ja. Das heißt, von da aus können wir mit den Chars auf jeden Fall jetzt mal Richtung Smallville gehen. Wie gesagt, wenn ihr halt unbedingt sagt, ich will euch mal eine Folge lang komplett, also ich kann ja dann einen Wecker stellen, 15 Minuten im Campos einfach mal liegen sehen und wir sollen ein bisschen erzählen, schreibt es in die Kommentare, wir machen es, gar kein Thema. Aber kann ich nebenbei ein bisschen Zartbitterschokolade essen. Ey, man hört das übelst laut, das Gekaue. Ist ja auch nice. Ich bin aber tot gewesen, ne? Was? Ja, ich hab doch dein Dings da. Weißt du es nicht mehr? Das ist die Folge, die jetzt heute draußen ist. Ja, ich bin schon, dann komm mal zu mir. Ich bin nämlich schon bei Smallville. Sozusagen. Hä? Ich bin jetzt unter Parkerville, ja, unter Parkerville. Ich lade ja, mal ein. Ja, da sind wir doch beide. Da sind doch die zwei Zombies, die hast du nicht dead gekriegt. Und dann hab ich die mit einem Schlag gekillt. Ja, genau, stimmt. Oh, nice, ey. Nice. Und wie geil, dass Nexus schon Warze übernommen hat. Was? Ja, Warze. Warze, ja. Nee, weil ich habe auch viele Let's Player schon jetzt wo sie spielen sehen, ne? Und dann immer solche, diese Gebildeten, weißt du, die, also wir sind jetzt ja nicht ungebildet, aber die so richtig Wert darauf legen. Und dann war da so einer. Ja, also ich nenne dieses Spiel War Z. Ist mir auch egal, was da die Kritiker sagen. Aber Z kommt vom Englischen und deswegen heißt es War Z. Ich hab mich richtig, das hat der gesagt, ne? Mitten ja, in War Z oder War Z ist ja scheißegal. Sie ist amerikanisch und Z ist Wald, Englisch. Ne? Oder britisch. Ich bin hier im Wald. Kommst aber du das zu hat mir? Ja nichts mit Bildung zu tun. Hier ist ein Spieler, Alter! Kannst du denn zu mir kommen? Im oder Supermarkt nicht? Ist ein Spieler, ich verpiss mich. Ja, komm zu mir, ne? Ja. Ich sehe es jetzt leider nicht. Ich sehe nur. Hier ist er, der läuft mir hinterher. Nee. Ey, soll ich den mit der Mäh, soll ich den abnatzen? Du hast doch nur eine Schaufel, oder? Über eine Schaufel wäre ich herrlich froh, Alter. Hast du nee, gar nichts? Ich hab dieses Dings von dir doch. Diesen Biegeisen oder wie das ach heißt. Ja, Brecheisen. Genau. Multiple Crest. Was war das jetzt? Budup? Ich glaube, das war irgendeiner, der bei Dings on geht oder so. Uku Uku? Uku Luku. Zum Glück hatte der keine Knarre jetzt. Seh dich, Alter, jetzt renn los. Wo bist denn du? Ach, da hinten bist du im Wald, Alter. Ja, hier geht's ja lang zu Smallville. Wir müssen ja genau hier lang. Einfach geradeaus an der Schule. Sagt ihr Smallville oder Clearview? Jetzt weiß ich's gar nicht mehr. Smallville und Clearview, ne? Ja, beide. Aber Smallville, da habe ich auf jeden Fall, meine ich, hundertprozentig gelesen, dass da so viel sein wird. Smallville, da denke ich immer an diese Superman-Serie. Smallville? Hier ist doch auch Smallville, ja. Yeah. Immer auf RTL lief und die hat mein Papa immer geguckt. Ah. Also so, halt nicht bewusst, aber wenn die, weißt du, nachmittags auf Sonntag nicht setzt, bewusst. Setzt er sich ja immer schön um sie einen Sessel und schlummert so ein bisschen. Dann guckt er so ein paar Serien, finde ich immer so lustig. Früher auch immer A-Team geguckt. Oh, wie geil das war. Ich bin auch dafür, dass Pallon und Daiko eine Fernsehserie kriegen. Wer da auch für ist, schreibt einfach mal TV in diese Videobeschreibung. Einfach mal TV rein. Ja. Schreiben wir eine Petition an ProSieben. 5 Stimmen. Ja. Irgendwo ist Zombie, Alter, die hinterhergelaufen, ja. Na klar. Die laufen mir alle hinterher. Ja, so, willst du die anderen Waffe behalten oder soll ich die wieder nehmen? Ja. Im Sinne des Let's Plays kann ich dir ja, sowieso... Ja, das wollte ich halt, ist ja so deins. Die Crowbar! Ich hab's ja nur übernommen. Die Crowbar!
Haben wir auch vorher noch nie gesehen. Heißt kann man jetzt hier mit der Fäuste? Crowbar wegen Krähenfuß oder was? Nee, aber du hast jetzt Brass Knuckles, kann man finden. Hier, Schlagringe. Und bald soll man ja auch pur mit Fäusten schlagen können. Was meiner Meinung nach aber ein bisschen unrealistisch ist, finde ich. Weil dann müsste man dauernd gebissen werden. Wenn du mit einem Zombie mit der Faust ins Gesicht haust, ja, das ist ein bisschen blöd. So nice. Oh, ich hoffe nicht, dass jetzt uns einer auf offenem Lande hier ermordet, Alter. Das wäre so ein richtig bitterer Tod. Können wir wieder ausmachen. Ja, deswegen, das ist das halt auch, Leute, um War Z zu recorden. Erstens müssten Pallon und ich beide Zeit haben. Dann muss die Tagzeit in War Z stimmen. Dann darf uns keiner innerhalb der nächsten 15 Minuten töten, weil sonst ist alles wieder vorbei. Ist alles gar nicht so leicht. Dann ruft meine Freundin zwischendurch noch immer an. Hallo? Ja. Weil sobald die merkt, dass ich mit Pallone am Aufnehmen bin, geht's ab. Klingelt hier alle 5 Minuten das Telefon. Ja? Das heißt ich auch schon Pallone, Alter. Pallonia. Sorry. Mm-mm. Ich bin wieder, jetzt bin ich Pelon. Pelon. Ich habe jetzt wieder das Haar. Boah, ich bin gestern um 11:45 mit dem Bus nach Hildesheim gefahren. Ja, ich habe dich die ganze Zeit versucht anzurufen. Von ja, der, 9:30 Bahn, an oder so. Man konnte Hildesheim, den Bahnhof konnte man nicht anfahren gestern. Und dann muss ich habe fast 4-5 Stunden war ich unterwegs. Alter. Das krasse ist, ich war gestern auf dem Sofa und ich wollte richtig früh schlafen, weil ich heute eher zur Arbeit musste. Und konnte nicht einschlafen. Ich war richtig wach. Ich war komplett wach. Kennst du, also ich war Schock-Moment-mäßig wach. Ja. Ich merk da so, dann habe ich mir 96 Hours Taken 2 reingezogen. Boah. Dann war's 11:30, glaube ich. Dann habe ich mir Twilight bis zum Ende der Nacht Teil 2 reingemacht. Weil ich habe den Trailer auf Sky gesehen und da fand ich richtig nice. Da ist ja auch das Baby, was sie da kriegt, ist ja irgendwie ein Werwolf-Vampir-Baby oder so ein Hybrid-Ding und dann verbinden sich die Vampir-Kläne und wollen das töten und so. Das ist richtig geil und dann sammeln die in der ganzen Welt die stärksten Kläne, um diese komischen bösen Vampire zu töten und so. Das ist halt richtig nice gemacht, das ist halt so ein Chiller-Film, meine ich. Und dann war es ja 1 Uhr, dann habe ich WrestleMania noch bis 3 Uhr geguckt und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe so viele Kämpfe leider verpasst, aber die ziehe ich mir noch auf jeden Fall rein. Ich bin ja noch immer der Wrestling-Fanat. WrestleMania, hast du Undertaker, war auch da? Ja, aber nicht, ich weiß es nicht wie. Und sag bitte nichts, okay? Weil ich will das. Ich habe keine Ahnung von der Scheiße, aber ihr wird ja gewonnen haben. Undertaker gegen CM Punk. Er wird ja gewonnen haben, um seine Serie zu reißen. Ja, aber ich traue das auch zu, dass die WWE CM Punk den ersten Dings gibt. Weil CM Punk hat ja auch 456 Tage den WWE-Champion-Titel gehalten, ne? Ist ja jetzt der längste unter den neuen. Und da steht übrigens so ein Verteidigungs-Shield, ne? Ja, ja. Mitten auf freiem Land. Ja, lass mal kurz zur Shootfarm rein, oder? Mal kurz abchecken. Ja, vor also allen Dingen, ich glaube ja, das wird sich herumgesprochen haben, das sind Smallville jetzt die Bases. Ich denk mal, wir werden da wahrscheinlich eh nicht überleben. Ja. Deswegen ist Shootfarm gar nicht mal so schlecht, dass wir da wenigstens mal gucken, ob da vielleicht eine Waffe rumliegt. Ja, ja, klar. Und ich hatte richtig Motivation, FIFA aufzunehmen, aber ich hab wohl 6 Spiele oder so hintereinander verloren. So ja? Schlecht war ich noch nie in Liga 1. Mit meiner Lieblingsmannschaft, wenn ich offline zocke... Bist du Liga 2 gestern? Nee, ich bin immer noch Liga 1. Ich hab da noch ein paar Mal wieder gewonnen. Aber wenn ich das Krasse ist... Boah, ist da ein Spieler? Nee, ein Zombie. Wenn ich alleine spiele, habe ich mit denen bisher noch gar nicht verloren. Mit den beiden neuen Mannschaften, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, hier kann man rüber, ja. Da war so ein... Da beim Holzstab kannst du immer rüber. Nice. Ah, dann geh du mal vor mit deiner Crowbar. Aber echt, wenn man noch kommentieren muss, und dann habe ich halt so oft immer solche Gammeltore gekriegt, ne? Und wo ich auch klar besser war und dann irgendwie 4-1 verloren oder so. Und da war halt die Motivation weg und ich habe immer so gesagt, für heute mache ich keine Folge mehr, aber dann wollte ich es doch nochmal wissen. Nice. Hä, ist hier das Ding zu? Ja, pass mal auf, hier sind so viele Zombies eigentlich. Vorsicht! Ja. Boah, die Crowbar ist auch nicht gerade der schnellste Gefährt. Rechts kommt noch einer. Ja, hab ich gesehen. Money ist gedroppt. Ja, nimm ruhig. Ich hab grad schon mal Money. Direkt neben dir, Alter. Ich bin hier schon weitergegangen. So. Ja, aber irgendwann kann man sich von dem Money auch mal was kaufen, aber ich will irgendwie warten, bis die Preise runtergehen. Weil ich sehe das gar nicht ein, da jetzt 4000 für ein Backpack zu bezahlen und man ist hier in 3 Sekunden tot. Und hier ist auch wahrscheinlich wieder nichts. Doch, da liegt irgendwas auf dem Bett, eine Dose, Cola. Can of Pasta. Rechts daneben liegt auch irgendwas. Ein Timescap-Spiel. Ich
glaube eine Time, genau, eine Time Capsule. Viele. Hier ist eine Note und da ist so eine Time Capsule. Das heißt, die ist Wasser, falls du nicht mehr hast. Dagegen. Ich habe ja gar nichts. Ich habe ja gar nichts mit dem Jar hier. Ach so. Ach ja, weil ich habe Can of Soup, ein bisschen Wasser, ein Chocolate Bar, Juice habe ich. Aber halt nur so ein Kram, ne? Hier ist nochmal Wasser, ich nehme es einfach auf. Ach, wenn da ist was auch nochmal Can of Soup. Und da ist hinten ist nochmal ein Haus. Das wird wahrscheinlich nochmal interessanter werden. Und gleich wieder. Ey, da war ein Hammer. Ich finde, das war die geilste Szene, die wir je hatten. Und ich habe mich richtig gefreut. Ein Abonnent hat mich angeschrieben. So ein neuer Abonnent. Ja. Hey, wo kann man deine ganze Skyrim-Serie sehen? Irgendwie finde ich das nicht. Habe ich extra eine Playlist für den erstellt. Und der hat direkt die erste Folge geguckt und auch einen Kommentar hinterlassen. Haha. Nice. Herzliche Grüße an ihn schon mal. Ja. Oh, eine Krüger-Rifle! Was ist hier los? Nice. Oh, was ist da? Das ist Spieler, ich bin tot! Spieler, hinter dem Haus! Du musst aber rein, um die Waffe zu holen. Der ist da, direkt da beim Fenster. Ja, ich sehe ihn. Der hat so eine Totenkopfmaske auf. Und noch einer! Noch ein Spieler! Ich habe eine Jericho 9. Jericho 9mm habe ich. Ja, ich bleib noch 40 Sekunden drauf. Ich habe einen Nein, der hat mich gekillt! What the fuck? Da sind draußen ganz viele. Da ist ein Russe oben im Haus. Ganz viele sind da. Da waren 3-4 Spieler, die haben sich alle gegen... Die ganze Zeit abgeknallt. Hier ist noch einer. Jetzt kommt noch einer rein, der kommt jetzt hoch. Ich beguck's mir. Boah, da waren wohl 5-6 Spieler oder so. Die gehören zusammen, die Spackos. Krass. Ich hab den übelst abgeknallt, ist nicht gestorben. Ja. Ich und dann nicht heißt mehr. Es... Wir sehen uns in einer Stunde wieder, Leute. wir sind abgenutzt worden, Leute. Krass. Ja, deswegen, ich denke mal, Smobile ist jetzt auch der Anlaufpunkt. Ähnlich wie damals dann halt, wie heißt die andere Stadt da noch? Clearview. Ich hab ihn aber die ganze Zeit abgeknallt, Alter. Ja gut, Leute, wir sehen uns in 47 Minuten wieder, denn dann heißt es Let's Play What's the Muchacho Boys. Ciao, ciao, Leute. Geronimo.